Deutschen Meisterschaften Altersklasse 12. Im Deutschen Turnerbund und vom Herrn Wilfried Geiger, Bürgermeister der Stadt Buchholz. Deutscher Jugendmeister mit 125,575 Punkten vom SC Riesa, Tobias Raroy. Des Deutschen Turnerbundes, Pokale gestiftet von der Kreiszeitung Wochenblatt und eine Sporttasche der Firma Celtic und Sportsline. Zweiter mit 124,375 Punkten von der KTV Straubenbad, Yannick Kessler. Ich darf mich also bei Ihnen herzlich dafür bedanken,
dass Sie nach Buchholz gekommen sind. Ich hoffe, Sie haben Buchholz und behalten Buchholz in guter Erinnerung. Und ich habe das auch eben Frau Napp schon gesagt. Ich hoffe, dass wir die Chance haben, in Buchholz mal wieder eine deutsche Meisterschaft kurz darauf zu gehen. Also in diesem Sinne ganz herzlich aus Buchholz, aus dieser Halle verabschieden. Ich hoffe auch, liebe Turner, dass ihr noch mit einer guten Erinnerung an diese Meisterschaft wieder nach Hause fahrt. Nicht jeder kann gewinnen, aber ich denke schon, dass ihr zu der deutschen Nachwuchselite gehört, alle, die ihr da wart. Und es gibt mal Tage, da gelingt es einem besser, einem weniger gut, so eine Meisterschaft zu bestreiten. Ich bin mir sicher, dass wir die meisten von euch, von Ihnen hier wiedersehen oder zumindest es in der Deutschen Meisterschaft wiedersehen. Ich drücke allen die Daumen für den Sport. Ich drücke aber natürlich auch Ihnen allen die Daumen, dass Sie wieder gut und heil zurück nach Hause kommen. Und ich freue mich, wenn wir uns gelegentlich in dieser Halle mal wiedersehen. Also gute Heimreise. Siegerehrung, wenn ihr bitte wieder in die Reihe zurücktretet.